Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber. Unter diesem Video geht es, könnt ihr sicher schon sehen, um die Longshot CS6. Hier nochmal ganz dezent den Namen aufgedruckt. Die wurden mir ganz oft empfohlen und wurde gesagt, kauft ihr die absolute Top-Qualität. Ich habe dann aber immer geantwortet, ich mag A, das Design nicht so sehr, die Farben sind jetzt nicht so meins. Ansonsten finde ich den Blaster ganz cool und außerdem die Reichweite. Da stand nämlich früher auf dem Karton 10 Meter, Ausrufezeichen, denn 10 Meter sind ja ganz doll viel. In den heutigen Elite-Standards sind es ja 20 Meter und das passt einfach nicht mehr rein. Für ein Scharfschützengewehr, was das ja darstellen soll, sind 10 Meter absolut nicht gut. Aber dann bin ich mal in den Toys R Us reingegangen und dann hier neuer Karton. Es ist die Longshot CS6 jetzt in blauer Farbe, wie man auch sehen kann, ganz dezent. Und blau ist meine Lieblingsfarbe, sieht jetzt Elite-Farben aus, fand ich ganz cool. Und damit mal die Bitten aufhören, dass ich mir ständig eine holen soll, habe ich immer mitgenommen. Allerdings, wie man hier sehen kann, es ist immer noch eine Endstrike, nicht eine Endstrike Elite. Dementsprechend ist es in der Theorie so, dass der Blaster immer noch 10 Meter schießt. Dementsprechend will ich mir noch eine Tuning-Feder holen, um das auszuwechseln und die Reichweite zu verbessern. Puh, Luft holen. Jetzt zeige ich euch mal den Karton. Nämlich erst einmal, vorher auf diesen alten Karton stand immer drauf, ab 6 Jahren und älter. Jetzt steht da drauf, ab 8 Jahren und älter, obwohl sich die Reichweite ja in der Theorie nicht geändert hat. Also hat man jetzt 2 Jahre draufgepackt, weil neuer Anstrich ist gefährlich. Ja gut. Wir haben ja auch 6 Pfeile mitgeliefert, genauso wie ein 6-Schuss-Magazin und eine Laufverlängerung, die ziemlich cool ist, aber das möchte ich euch erstmal zeigen, nachdem ich das Ganze ausgepackt habe. Macht ja Sinn. So, hier wie wir sehen, besteht der Blaster aus sehr vielen kleinen Einzelteilen, wodurch ich dann wieder meine Handwerker-Skills auspacken kann, um das Ganze zusammenzubauen. Ich freue mich schon drauf. Yay. Mitgeliefert haben wir dann also erst einmal den Hauptblaster. Ziemlich cool. Hier oben in diesem weißen Paket haben wir die Pfeile. Hier unten das Magazin, wo die dann reinkommen. Hier die Laufverlängerung, hier das Zielvisier und hier sieht man vielleicht nicht ganz so gut Bolzen. Das wird nämlich an der Seite geladen. Und außen hier oben nochmal ein Griff für die Laufverlängerung. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Erstmal holen wir es raus. Hier haben wir da die Warnhinweise. Lest ihr euch gründlich durch. Ich brauche das jetzt nicht. Ich habe schon über 80 Blaster reviewed. Da ist es jetzt nicht mehr notwendig. Hier die Bedienungsanleitung. Sehr schön gemacht. Nochmal genau detailliert, wie man jetzt den Blaster zusammenbauen muss. Das werde ich, glaube ich, brauchen. Und so wie es aussieht, ist das hier noch die ganz alte Bedienungsanleitung vom gelben Blaster. Sieht man daran, dass es hier noch so sehr hell ist. Die Zeichnung. Gut, können wir das wegpacken. Und dann fangen wir mal an, den Blaster zusammenzubauen. Erst einmal hier, der Hauptblaster sieht schon mal sehr geil aus. Also jetzt tut es mir schon irgendwie leid, dass ich mich immer gesträubt habe, den zu kaufen. Aber was soll man machen? Aber bevor wir irgendwas anderes machen, denn laut Bedienungsanleitung steht hier, ich muss hier erstmal die Bolzen reinbauen. Also nehme ich die mal raus. Schöne Packung. So, mehr ist da auch nicht drin. Das wegpacken. Und dann muss man hier auf der rechten Seite das mit dem Metallstiel durchstecken und auf der anderen Seite, da ist ein Loch drin, zusammenhauen. So, jetzt können wir das Ganze schon laden und abfeuern. Klingt interessant, aber wir wollen natürlich noch den Rest zusammenbauen. Dazu nehmen wir uns hier die richtig lange Laufverlängerung und machen damit was? Einfach hier diesen Griff reinstecken. Finden Sie. Okay, das hat jetzt etwas länger gedauert, deswegen auch der Schnitt. Und es ging auch sehr schwer, aber wenn es erstmal drin ist, dann geht es auch nicht mehr wieder raus. Jetzt können wir das Ganze mal zusammenbauen. Und dann sehen wir schon mal, die Longshot ist wirklich
wirklich, wirklich long. Damit wollen wir dann gleich auch nochmal schotten, aber erst einmal bauen wir mal dieses Zielvisier an. Das hat auf beiden Seiten Glas drin, aber hat keinen Vergrößerungseffekt. Und dann haben wir hier, ich halte es mal da rein, noch eine kleine Skala. Können wir reingucken, haben wir einen Punkt in der Mitte, Halbkreis und sowas. Also ist eine nette Spielerei, können wir uns hier oben aufbauen. So. Und dann haben wir natürlich noch das 6er Magazin. Das ist so ein altes 6er Magazin und nicht diese Elite-Version, durch die man auf einer Seite reingucken kann. Ist ganz nett, finde ich. Und außen noch sehr nett. Wir haben hier Elite-Darts, weil es ja eine Elite-Version, eine getarnte Elite-Version. Und dementsprechend haben wir auch nicht diese alten Endstrike-Darts, die Streamline-Darts mitgeliefert, sondern richtige Elite-Darts. Zum Laden nehmen wir dann einfach die Bolzen nach unten, also nach hinten ziehen, das Magazin nehmen, reinstecken, Bolzen nach vorne und dann können wir auch schon schießen. Allerdings möchte ich nochmal sagen, das ist ja hier ein, es soll ein Scharfschützengewehr darstellen und dementsprechend hat sie ein paar kleine Extra-Funktionen, nämlich zum Beispiel das eingebaute Zweibein, einfach auf beiden Seiten ausklappen und schon kann man sich dann hinlegen, zielen und feuern. Auf dem Karton steht auch noch etwas von wegen, visiere dein Ziel aus der Entfernung an oder stürze dich mitten ins Kampfgetümmel. Ich würde mal annehmen, ist ganz lustig aus der Entfernung zu schießen, nur eben mit den 10 Meter Reichweite nicht unbedingt praktisch. Aber im Nahkampf oder sowas, auf kurze Entfernung ist das ziemlich unpraktisch mit der Länge. Dementsprechend würde ich sogar dazu neigen, die Lauflängerung abzunehmen. Und dann ist das Ganze auch auf erträglicher Länge. Ich schieß mal. Ja, es fühlt sich jetzt nicht sehr kraftvoll an, besonders durch dieses Döö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 ö
So, das waren alle. Jetzt wechselt das Magazin und schießt nach oben. Diesmal mit weißen Pfeilen aus der Modulus-Serie. Das wären alle. Gut, den ersten hätten wir bei 7,50 Meter. Hier ein kleines Feld so bei 8,30 Meter. Und den weitesten gerade geschossenen bei 10,30 Meter. Hier fangen dann auch schon die weißen Pfeile an, also die hochgeschossenen, bei 14,50 Meter. Hier haben wir ein kleines Feld so bei 15,90 Meter. Und hier der weiteste bei 19,20 Meter. Gut, nächste Runde. Diesmal ohne die Laufverlängerung. Der Ladeknopf ist übrigens auch nur auf einer Seite, nämlich der rechten. Ist für Linkshänder sicherlich interessant. Gut, hinterher. Oha, hier haben wir die ersten beiden bei 9,50 Meter. Hier ein paar bei 10 Meter, ein bei 10,40 Meter und der letzte bei ungefähr 11,35 Meter. Es war schon geringfügig weiter. Und hier haben wir dann die blauen. Oh, hier gleich drei in einer Linie bei 18,30 Meter. Hier zwei bei 18,60 Meter. Der weiteste bei 20,60 Meter. Wie ihr gesehen habt, der Lauf bremst ganz schön und durch das Abnehmen wird die Reichweite schon mal erhöht. Apropos Lauf, mit dem wollen wir auch mal schießen. Auch hier wieder 6 gerade, 6 nach oben und auch hier wieder mit Elite feiern. Und jetzt angewinkelt. Hier haben wir schon den ersten bei 4,50 Meter, hier ein paar bei 5,60 Meter und hier den letzten, 7,70 Meter waren die letzten. Hier haben wir den ersten bei 11,90 Meter, hier ein paar bei 13 Meter, hier einen bei 14 Metern und hier die letzten. Ja, der letzte ist bei 15 Metern. Also wie schon gesagt, eine Jolt schießt weiter, aber als kleiner Notbehelf durchaus nützlich. Es ist aber nicht wirklich ein Blaster. Und um herauszufinden, ob sich intern was verändert hat, werden wir jetzt nochmal mit der Zombie-Longshot schießen. Die gelbe habe ich jetzt ja nicht, dementsprechend muss die mal ausreichen. Schön zusammen.
hier haben wir ein wunderschönes Feld. Ich messe das mal den Anfang, 9,40 Meter und hier das Ende bei 10,50 Meter. Schönes zusammenliegendes Feld. Hier auch nochmal 16,50 Meter. Ein paar hier bei 7 Meter rum. Danke fürs Vorbeifahren. Bei 7 Meter? Bei 17 Metern. Dann hier nochmal bei 18,20 Meter. Und der letzte bei 19,20 Meter. So, wir sind zurück vom Schusstest und der Typ hat wieder angefangen zu mähen. Passt ja alles. Wir haben ja vorhin den Blaster im Schnelldurchlauf durchgenommen. Und jetzt zeige ich nochmal ein paar Details. Zum Beispiel haben wir hier sehr viele Sprühränder, ist mir dann aufgefallen. Ist jetzt auch nicht so toll gemacht. Es ist ein Repaint von der gelben Version. Und das ist auch nicht mal besonders gut, denn hier überall... hier Sprühfehler, Sprühränder, kein deckendes Orange, auch hier nicht, man kann da durchsehen. Nicht sonderlich gut gemacht und trotzdem finde ich diese Version besser als die gelbe. Warum? Weil mir die Farbe einfach besser gefällt. Ist jetzt so eine persönliche Meinung. Außerdem habe ich diesen Blaster, dieser Blaster hat im Toys R Us 50 Euro gekostet, 50 Euro waren das, und auf Amazon kriege ich den hier für sehr viel mehr. Muss ich sehr viel mehr für hinblättern. Auch sehr viel mehr als für eine gelbe Version. Also das ist jetzt mal so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr die für 50 Euro im Toys R Us seht. Es ist auf jeden Fall billiger als auf Amazon. Und jetzt nochmal so ein kleiner Vergleich. Dieser Blaster, vergleich den mal mit dem hier. Wir haben hier weder die Möglichkeit, ein Zweibein auszuklappen, noch haben wir eine Laufverlängerung. Und das Interne ist vollkommen gleich. Also warum sollte ich die hier kaufen? Die hier kostet sehr viel mehr als die hier im Toys R Us. Wollte ich nur mal so dahingestellt haben. Das ist natürlich jetzt Stand Tag der Deutschen Einheit heute. Es könnte natürlich in einem Monat sein zum Beispiel, dass diese Version hier für einen vernünftigen Preis zu haben ist. Genauso wie die gelbe Version. Oder die hier auch. Ich wurde nämlich von meinen Zuschauern gebeten, ja, hau doch mal die Links zu den Blasen rein, zum Beispiel zu Amazon. Und das sind solche Links, wenn ihr darauf klickt und dann auch bestellt, dann bekomme ich Geld dafür. Dann verdiene ich mit. Kostet euch keinen Cent mehr, keine Sorge. Aber wenn ihr den Blaster sowieso auf Amazon kaufen wollt, könnt ihr es ruhig über den Link machen. Damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Wenn ihr es aber woanders billiger seht, wie in diesem Fall zum Beispiel bei Toys R Us, kauft es auf jeden Fall da. Aber wie gesagt, es kann sein, in 2 Monaten ist dieser Blaster auf Amazon billiger. Generell habe ich jetzt bei vielen alten Blastern nochmal aufgearbeitet. Da ist ein Link, da ist ein Link, da ist ein Link. Wo ihr dann letztendlich kauft, ist eure Sache. Auf Bancroft, Amazon, macht wie ihr wollt. Zur Reichweite des Blasters, also sagen wir mal, die 10 Meter, die auf dem Karton, auf dem alten Karton standen, waren ein bisschen untertrieben. Wir haben jetzt bis zu 19 Meter schießen können. War recht ordentlich, aber eben Endstrike-Niveau. Und ich meine, das ist jetzt auch keine schlechte Reichweite. Zum Beispiel die Lawbringer schießt genauso weit oder auch manche Mega-Blaster. Aber trotzdem hätte ich gern einen Blaster auf Elite-Niveau, der über 20 Meter schießt und deswegen werde ich mir bei Blaster Parts auch noch eine Tuning-Feder holen. Und davon werde ich dann auch ein Video machen, vor dem Reinsetzen, nach dem Reinsetzen, wie ich es reinsetze. Wird alles ein Video. Es gibt diesen Blaster ja schon inzwischen in der 3. Auflage, das heißt, er muss für Nerfer ziemlich interessant sein. Das kann ich auch nachvollziehen, besonders man kann hier eine Menge Sachen anbauen. Ich habe da oben ja was rumliegen, mache ich mal. Zum Beispiel habe ich jetzt hier den Lauf von der Retaliator. Okay, eins wissen wir schon mal, die halten wirklich verdammt gut fest. Jetzt in der blauen Version sieht das sogar ziemlich cool aus, ist auch ungefähr so lang wie der alte Lauf, der mitgelieferte. Und sieht dabei noch ziemlich cool aus. Ich kann sogar noch mit dem Korn ein bisschen zielen. Ist recht cool. Hält wirklich nicht fest. Das nächste wäre dann zum Beispiel hier der Lauf von dem Range Kit, von der Modulus. Sieht auch nicht schlecht aus. Ist aber mit dem Orange und dem, ist jetzt mit dem Grün und so nicht ganz vorteilhaft von der Farbe. Was ich noch cool finde, dadurch wird der Blaster nicht so lang, aber man hat trotzdem noch seine Laufverlängerung. Und natürlich noch ein neues Zielvisier. Da ich das mit den Gläsern nicht besonders mag, da die Gläser einfach mal verschrammen können oder verdrecken können und man kriegt den Dreck nie wieder raus. Auch vom Range Kit von der Modulus. Sehr schön, kann ich gut mit zielen. Was sage ich jetzt abschließend zur Longshot? Die Longshot ist ein absoluter Klassiker, deswegen ist sie jetzt auch schon in der 3. Version und damit für mich auch die schönste, nämlich die blaue. Und wenn jetzt einer sagt, ich wollte schon seit ewigen Zeiten, schon seit Ewigkeiten eine Longshot haben, dann ist das jetzt der beste Blaster, den er kriegen kann und vor allem auch die beste Chance. Denn für 50 Euro im Toys R Us kann man die ruhig mal mitnehmen. Denn man hat die aktuelle Farbe und auch das ganze tolle Zubehör, einen Vorteil gegenüber der alten und der Zombie-Longshot.
Damit wären wir dann auch mit dem Blaster fertig und das bedeutet, das Video ist leider auch schon wieder vorbei. Aber wer mich kennt, der weiß ja, ich lade jede Woche sonntags 9 Uhr ein Video hoch. Und wer mich nicht kennt, ich habe ja über 80 Blaster und auch über 100 Videos zum Thema Nerf gemacht. Schaut doch mal rein, vielleicht sehen wir uns da. In jedem Fall, macht's wie ich, euer Magic Bieber, beißt euch durch. Ciao!